Du Flo, was machen wir heute Abend? Dasselbe wie jeden Abend, Lela. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Och nee, dazu bin ich zu müde. Okay, dann lass uns stattdessen über Bücher reden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Delos Astercast. Ich habe mich heute mal ein kleines bisschen zusammengetan, um mit dem Flo, den ihr alle kennt aus Königsbube, Dame, Gast und Mesh unter Messer, kurz geschlossen, und wir haben beschlossen, da wir ja beide sehr viel und sehr oft lesen, dass wir doch einfach mal ein kleines bisschen über die Bücher reden, die wir in diesem Monat so gelesen haben. Und vielleicht auch über die Bücher, die so demnächst bei uns auf der Liste bzw. auf dem Wunschzettel stehen. Und ja, hi Flo, schön, dass du da bist. Hi Lela, ich freue mich hier zu sein. Ja, wir haben alle keine richtige Idee und kein richtiges Konzept, was wir machen wollen. Aber wie gesagt, Flo ist halt einer der Menschen, die ich kenne, der noch mehr liest als ich und auch einen ähnlichen Geschmack hat wie ich, zumindest in Ansätzen, außer wenn es auf Coming-of-Age-Bücher geht. Und deswegen dachte ich, das ist vielleicht eine ganz gute Idee, mit dem Flo über Bücher zu reden. Naja, ähnlicher Geschmack ist zumindest so von der Art der Geschichten her. Inhaltlich streiten wir uns ja öfter, aber das gehört dazu. Eben. Ja, hast du einen groben Überblick, wie viel du dieses Jahr schon gelesen hast? Nein, keine Ahnung. Also ich schätze so, 2 bis 3 Bücher in der Woche komme ich hin. Okay. Aber das ist vollkommen unterschiedlich. Also jetzt im Sommer ist es mehr, im Winter ist es meistens ein bisschen weniger. Das ist je nachdem, wie ich Zeit finde. Aber ich habe immer überall irgendwas zu lesen dabei. Aber es ist lustig, bei mir ist es, bin so am Überlegen. Normalerweise wäre es ja logisch, wenn im Winter mehr lesen wäre. Aber du bist ja nicht so der Sommertyp mit draußen rumhüpfen und Gedöns, ne? Genau. Da bin ich eher der Sommertyp, der irgendwo in der Hängematte liegt und liest. Na, ich bin dieses Jahr bis jetzt auf 28 Bücher und ungefähr 12.000 Seiten bis jetzt dieses Jahr. Ich habe allerdings dieses Mal im Frühjahr extrem geschlampt. Ich habe dieses Frühjahr fast nichts gelesen, weil ich eine riesige Auftragsliste für die Häkelei hatte. Und da, du kannst ja nicht lesen und häkeln gleichzeitig, da ich ja leider keine Hörbücher mir anhören kann. Ja, das geht bei mir zum Glück. Sehr deprimierend. Nein, Hörbücher sind auch dabei, aber die zähle ich so zu den anderen Büchern eigentlich gar nicht wirklich dazu. Meistens höre ich sowieso auch Podcasts, aber es ist immer mal noch ein Hörbuch dazwischen. Und außerdem Horrorzeug, was wir ja beide sehr gern lesen. Hast du denn sonst noch irgendwie so einen Schwerpunkt oder ist das wirklich tatsächlich das, was du am meisten liest? Also der Fantastikbereich ist schon ganz schön. Ich habe jetzt auch dieses Jahr ein paar alte Star Trek-Romane noch gelesen. Ich hatte mir irgendwann mal so die gesamten auf Deutsch erschienenen Star Trek-Romane auf eine oder andere Art besorgt. Und da habe ich jetzt die letzten zu Ende gelesen. Aber auch so Klassiker wie Jules Verne ist momentan einiges dran oder H.G. Wells. Naja, bei mir war es lange Zeit so, also ich habe eigentlich, ich sag mal so, 3-4 Listen. Das heißt, ich lese mich momentan einmal quer durch alle Terry Pratchett Scheibenwelt-Sachen. Ja, ich auch. Das ist so das eine Großprojekt, da bin ich, also mit den Zauberer-Geschichten bin ich jetzt komplett durch, mit den Wachen-Geschichten bin ich auch komplett durch und jetzt fange ich gerade an mit den Hexengeschichten. Und mit den Hexengeschichten bin ich gerade momentan ein bisschen am Schwimmen. Die fallen mir gerade ein bisschen schwer. Ja, ich lese die chronologisch und nicht nach den Reihen sortiert. Ich glaube, da ist eine bessere Mischung dann drin, als wenn man immer alle Figuren hintereinander so weg hat. Ja, das stimmt. Naja, aber wie gesagt, bei mir, also ich gehe halt natürlich innerhalb der Reihen chronologisch durch. Deswegen, das allererste war halt ein Zaubererbuch. Das zweite, dann innerhalb der Logik, war dann eben die Nachtwachen. Das heißt, ich habe erst die Zauberer komplett gelesen, dann die Nachtwachen komplett und jetzt die Hexen. Aber, nee, es macht Spaß auf jeden Fall. Aber mit den Hexen bin ich momentan noch ein bisschen
noch nicht so richtig warm. Aber mal sehen. Ich glaube, mein letztes war auch ein Hexenbuch. Was ich auch noch habe, ist, und jetzt lach nicht, sicher zu Fernsehserien, und zwar meistens zu alten. Mhm. Also ich habe da entdeckt, dass es da viel mehr gibt, als ich je gedacht hätte. Von, ja gut, Buffy und so Zeug, das kann man sich ja denken. Ja, klar. Aber es gibt auch Bücher zu, was weiß ich, Dawson's Creek und Beverly Hills 90210 und sogar zu Sabrina total verhext. Das weiß ich, glaube ich, sogar. Die gab es sogar damals schon. Die habe ich, glaube ich, damals als Kind schon im Wald gehabt. Die gab es damals aus den 90ern. Und heute kriegst du die halt für ein Appel und ein Ei. Und das ist sehr schön für so zwischendurch mal. Ja, das stimmt. Das ist, was ich am Überlegen bin, schon seit längerer Zeit, ob ich mir den Spaß mal gönne. Wo ich klein war, gab es so Fantasy-, Horror-, Krimi-Sachen für Kinder. Wie hieß denn das? Ich weiß nicht. Also ich kann mich da an ein Buch erinnern, zum Beispiel, da ist, weil wir ja jetzt gerade zwangsweise beide Stark gelesen haben, beziehungsweise lesen, für König, Bube, Dame, Gast, hat mich das sehr daran erinnert. Da gab es zum Beispiel eine Geschichte, wo eine Zeichnung, ein gezeichneter Mensch, im echten Leben verschwindet, aber als Zeichnung dann irgendwelche Leute umbringt. Waren das vielleicht die Bücher zur Serie Gänsehaut oder sowas? Ja, so in der Art, genau. Aber glaube ich von einem anderen Autor. Also der Gänsehautmann, der, wie hieß denn der gleich? R.L. Stein oder irgend so ähnlich, glaube ich. Dann ist es vielleicht sogar der. Aber auf jeden Fall, da gab es ja zwei. Ja. Es gab den Deutschen, diesen komischen Deutschen, der so eine Reihe geschrieben hat für Kinder, und es gab diese anderen. Aber da muss ich tatsächlich mal nachrecherchieren. Ich bin aber tatsächlich am Überlegen, ob das nicht vielleicht sogar Spaß machen würde, mal diese Bücher wieder irgendwo rauszugraben. Ja, versuche es auf jeden Fall wert. Also ich habe mit so alten Sachen teilweise richtig Spaß. Manchmal sitzt du auch davor und denkst, oh Gott, was ist das für ein Scheiß? Aber ausprobieren schadet auf jeden Fall nichts. Naja, und ansonsten habe ich halt den ganzen Quatsch für Stephen King und so weiter und so fort. Da reden wir ja in anderen Formaten ausführlich drüber. Da hatten wir ja jetzt einige Zeit lang eine ganz schöne Durststrecke, aber zumindest mit dem Stark ist es jetzt wieder ein kleines bisschen aufwärts gegangen. Den hattest du ja jetzt auch schon fertig gelesen, ne? Ich bin noch drin, also mir fehlen noch knapp 100 Seiten. Okay. Aber ich muss sagen, ich hatte ihn nicht so gut in Erinnerung, wie er ist. Mhm. Netter Witz war ja, wir hatten beide von diesen Buchen jeweils so eine Szene noch in Erinnerung. Aber allzu viel will ich dazu auch nicht verraten. Aber ich muss wirklich sagen, im Vergleich zu den letzten Sachen von King, die wir bereden mussten, glaube ich, habe ich daran endlich mal wieder richtig Spaß gehabt. Ja, also gerade der Vorgänger war für mich eine Qual. Mhm. Richtig Spaß gehabt habe ich dieses Mal, diesen Monat auch gehabt an Ezekiel Boone. Ist ein sehr putziger Name. Der hat eine Buchreihe geschrieben aus drei Romanen, Die Brut. Und da geht es um überdimensionierte, beziehungsweise sind am Anfang noch nicht überdimensionierte, aber um wildgewordene, menschenfressende Killerspinnen. Hast du das zufällig schon mal in der Hand gehabt? Nein, aber nach deiner Empfehlung habe ich es auf meine Liste gesetzt. Also das Ding kann ich dir echt voll empfehlen. Es hat echt Spaß gemacht. Zumal ich das sehr schön fand. Wir haben zwar wieder diesen klassischen Amerika-Zentrismus und Gedöns, aber ich fand das sehr hübsch, dass wir relativ wenige richtig, richtig dumme Charaktere hatten. Das ist ja sowas, das regt mich ja generell in Büchern immer fürchterlich auf, aber in dem Buch haben die tatsächlich eigentlich alle halbwegs mit Verstand gehandelt. Ja, und wie gesagt, ansonsten haben wir halt riesige Spinnen dann, die dann quasi in mehreren Wellen auch unterschiedliche Evolutionsgrade haben. Also, es ist ein sehr nettes Buch. Das kann ich auf jeden Fall echt empfehlen. Der dritte ist nicht ganz so stabil und ganz so gut, aber die anderen beiden sind richtig geil. Ich werde sie mir auf jeden Fall mal holen. Aber wo du schon sagst, glaubwürdige, gute, sympathische Charaktere. Ich habe Die Elementare gelesen von Michael McDowell. Ja. Das ist ein
in den 80ern bekannter Horrorschriftsteller gewesen in den USA. Und ich glaube, in Deutschland ist das das erste Buch von ihm, das jetzt erschienen ist. Die Figuren fand ich echt sympathisch. Ich meine, selbst die Bösen waren jetzt nicht irgendwie, gut, sie waren nicht besonders interessant, aber sie waren jetzt auch nicht so nervig. Und es kommt ein jugendlicher Charakter vor, keine Angst, kein Coming of Age, der auch überhaupt nicht genervt hat. Und so die Geschichte, so ein ja, Southern Gothic Horrorroman, Geisterhausgeschichte über drei Strandhäuser. Und das eine ist von so einer Sanddüne schon halb aufgefressen. Und scheinbar ist das nicht normaler Sand. Es hat mir echt Spaß gemacht. Hatte ein paar Längen in der Mitte, aber absolute Empfehlung. Ach, das habe ich mir ja auch schon auf die Liste gesetzt. Da bin ich sehr gespannt drauf. Zumal mich halt wirklich, ich fürchte, ich suche ja immer noch so Sachen, die so ein bisschen Richtung Geister gehen, die so wirklich dunkel und gruselig sind. So dieser Massenmörder-Dreck, das kann ich alles nicht mehr ernst nehmen. Ja, es gibt auch da noch ein paar Perlen, aber das meiste ist wirklich, ja, absoluter 0815-Horrorstandard. Ich bin übrigens stolz auf dich, du bist gut. Ich habe gerade mal geguckt, diese Jugendromanreihe, von der ich gerade erzählt habe. Es ist tatsächlich R.L. Stine mit Fear Street. Ja, siehst du. Ich weiß es tatsächlich, mir ist es nur eingefallen, weil ich tatsächlich einen dieser Sabrina-Romane gelesen habe und da hinten dafür eine Anzeige drin war. Ja, es gibt schon Zufälle. Aber nee, die kann ich euch auf jeden Fall, also für junge Jugendliche, kann ich das, glaube ich, echt empfehlen. Die haben mir damals als Kind zumindest sehr viel Spaß gemacht. Ja, es gibt aber natürlich auch Reinfälle, wo ich auch letztens wieder vor mich hingeflucht habe. Ich habe zum Beispiel Trapped von Michael Hodges gelesen. Ich weiß nicht, hast du zufällig davon schon mal was gehört, einen Klappentext gesehen oder irgendwas? Auch nur durch dich. So ein Schwachsinn. Also stell dir vor, Stephen Kings Arena, aber diese komische Serie, die es dazu gab, und das komplett in einer, ja, also geschrieben wie eine Inventurliste. Oh, ein Baum. Oh, ein Vögelchen. Oh, ein anderes Vögelchen. Oh, guck mal, ein Busch. Und so geht das über, ich glaube, 400 Seiten oder irgendwas. Und es hat nichts. Nichts, null Handlung. Es ist eigentlich nur ein Hippie-Baumknutscher-Roman. Von wegen, ja, die sind alle so böse und die machen alle die Umwelt kaputt. Und aber ausgerechnet mich, der ja dem gar nichts zu tun hat, den fängt jetzt hier das böse Wesen und Gedöns und so. Und am Ende haben wir dann halt eine Szene wie aus Schneewittchen, wenn sie hier singt und alle Viecher kommen. Und so eine Szene hat dann halt er auch, aber in wesentlich blutiger. So ein Rotzbuch, wie man so eine Scheiße schreiben kann. Und das wurde mir halt auch wieder voll versprochen als Geisterroman. Das fand ich voll gemein. Ja, Geisterromane gibt's scheinbar nicht mehr wirklich viel. Also ich freue mich, dass jetzt zwei Klassiker neu aufgelegt werden von Shirley Jackson. Jetzt fällt mir natürlich nicht der Name ein. Wir haben schon immer im Schloss gewohnt, auf jeden Fall. Ja, ja, und das, der Geisterhaus-Klassiker schlechthin. ja, genau, ich weiß, ja. Wie hieß es denn, das Scheißbuch? Spuk in Hill House. Spuk in genau, Hill House, so hieß genau. Das. Ja, da freue ich mich drauf. Spuk in Hill House habe ich vor Ewigkeiten mal gelesen, aber das ist jetzt eine Neuausgabe. Eine neue Übersetzung auch. Und wir haben schon immer im Schloss gelebt, habe ich auch noch nicht gelesen bis jetzt. Also bin ich gespannt. Ja, das Letztere auf jeden Fall, das habe ich noch nicht gelesen. Aber Hill House, muss ich sagen, fand ich echt nicht so schlecht. Also hat mir doch durchaus gefallen. Hat zwar immer noch so ein paar Schwächen und ich muss zugeben, so richtig gruselig war es jetzt nicht. Ja. Aber war schön, also hat Spaß gemacht. Weil das eben mehr diese psychologische Geschichte mit drin hat und so.
Und ansonsten würde mir eigentlich nur noch einfallen, M.R. James, der sehr, sehr viele, ja, klassische Geistergeschichten geschrieben hat. Die sind komplett in zwei Bänden beim Vester Verlag erschienen. Ist ein Verlag, den ich öfter erwähnen werde, weil ich ihn sehr mag, aber ich habe nichts damit zu tun. Das gilt übrigens für alle Sachen, die wir hier in dieser Sendung nennen. Wir kriegen kein Geld dafür, wir lesen einfach gern. Wir geben es nur aus. Genau. Ja. Also wie gesagt, in zwei Bänden schön die Geistergeschichte, aber es sind halt sehr alte, sehr klassische Geschichten. Es sind ein paar schöne dabei, sind aber natürlich auch, wie immer, ein paar Flops dabei. Aber du hast ja auch einen Klassiker mal wieder gelesen, H.P. Lovecraft. Wollen wir damit weitermachen? Können wir gerne machen. Da habe ich sogar zwei H.P. Lovecraft-Sachen diesmal. Aber du möchtest hinaus auf Herbert West Reanimator? Genau. Also ich Ja. muss dazu sagen, ich mag Lovecraft generell eigentlich. Aber er hat unglaublich viel Schrott geschrieben. Und das vergisst man immer gern. Ja, das hat er auf jeden Fall. Und ich glaube, Reanimator ist eher durch die Filmreihe bekannt als durch die Geschichte selbst. Aha, da höre ich jetzt das erste Wort davon. Echt? Du kennst nicht die Reanimator-Filme? Du kennst nicht die Szene mit dem abgetrennten Kopf zwischen den Beinen der nackten Frau? Ja, sagt mir was, aber ich habe, glaube ich, nie den ganzen Film gesehen. Also es sind lustige Filme, die aber auch wirklich nicht ganz so super viel mit der Originalgeschichte zu tun haben. Die gibt tatsächlich nicht so viel her, würde ich mal sagen. Das Problem ist, ich hatte an der Atmosphäre schon meinen Spaß, aber dafür hätte, also für die Atmosphäre und das Ganze und den Dreck und das Gefühl von Krieg und Hoffnungslosigkeit und Gedöns und Zeug, da hätte es halt diesen Blödsinn nicht mehr gebraucht. Verstehst du, was ich meine? Ja, und es ist halt auch wirklich sehr episodenhaft, weil es auch in Episoden geschrieben wurde und veröffentlicht wurde. Und das stört den Lauf Ja. der Geschichte unheimlich. Ja, vor allem nicht nur, das stört den Lauf der Geschichte damit. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich fühlte mich von dieser Geschichte total betrogen. Weil durch diese, ich wusste das nicht, dass das so episodenhaft wirklich geschrieben und veröffentlicht worden ist am Anfang. Und dadurch, dass eben immer erwähnt worden ist, ja, der Typ hat so arisches Auftreten, blaue Augen, blonde Haare und ist so blass. Und der andere, der Ich-Erzähler, ja, er kennt den schon seit der Highschool oder seit der Schule halt und Gedöns. Und das wird halt immer und immer und immer wieder wiederholt. Und ich habe halt tatsächlich gedacht, das muss doch einen Sinn haben, dass die das immer und immer wieder wiederholen. Und ich habe mir dann tatsächlich gegen Ende hin echt die Hoffnung gemacht, dass der Ich-Erzähler ein doch erfolgreiches Produkt und Experiment von Herbert West sind oder ist. Aber leider war das nicht so. Ich habe halt echt gedacht, dadurch er sich ständig diese Vorgeschichte wieder ins Gedächtnis ruft, dass das so ist, dass er versucht, sich eine eigene Geschichte zu geben, die er ja gar nicht haben kann. Ja, aber es ist einfach nur Füllsel. Ist eigentlich schade, weil die Idee ist ja relativ gut. Eben, die hätte viel Potenzial gehabt. Und wie gesagt, ich mag auch unglaublich gerne die Atmosphäre da drin. Aber leider bleibt irgendwie so gar nichts davon übrig. Und so richtig bedrohlich fand ich, also da fand ich jetzt den Krieg das größere Problem. Ja, sehe ich auch so. Und der ist ja auch in einem Buch beschrieben, das wir beide gelesen haben, das eben dieses Segment des Ersten Weltkriegs genauer beleuchtet von Tim Curran, die Wiedererweckten des Herbert West. Genau, und das war mein erster Tim Curran bis jetzt. Er war okay, aber er, also ich sag mal so, ich fand seine Version besser als die von Lovecraft. So viel dazu. Weniger Rassismus. Weitaus weniger Rassismus. Aber er kann halt auch aus der Geschichte trotzdem nicht viel rausholen, ne? Ja, also ich mochte die Atmosphäre, aber es bleibt halt auch relativ dünn. Es ist auch nicht mal 200 Seiten umfassende Novelle, also es ist auch jetzt nicht wirklich so viel Platz. Aber ja, es ist nett. Mehr leider auch nicht. Aber ich habe einiges schon von Tim Curran gelesen.
Das sind ein paar schöne Sachen dabei. Also, was mir noch gut gefallen hat, zumindest war der Stil. Er hat einen recht flüssigen, recht einfachen Stil, ohne eben in Inventarisierung abzugleiten oder ständig Dinge zu wiederholen, solche Sachen. Das fand ich schon ganz nett. Und wie gesagt, die Grundidee, da hätte man so viel draus machen können, aber leider machen wir das ja nicht. Ja, wobei ich gerade auch diese Kriegsbeschreibung und diese Einheit und so weiter, das fand ich erheblich besser als in einem anderen Buch über den Krieg und den Horror, das ich gelesen habe, das du ja auch gelesen hast. Von Brett Hamer Barnes, Vietnam Black. Ja, vor allem glaubhafter ein bisschen, weil, aber erzähl du erstmal, dann habe ich eine kleine Geschichte dazu. Also es ist ein Buch, das im Vietnamkrieg spielt und eine US-Truppe soll einen Informanten irgendwo rausholen. Das Dorf ist aber abgeschlachtet und auf dem Rückweg finden sie ja Höhlen des Vietcong, Tunnelsysteme, wollen die untersuchen und entdecken, dass da ein, naja, riesiger, mutierter Tausendfüßler drin lebt. Und das Unheil nimmt seinen Lauf. Also, ich muss sagen, eigentlich lese ich diese Pulp-Sachen nicht. Das ist jetzt tatsächlich unter anderem durch unsere Vorgespräche, die wir immer mal so machen, entstanden, dass ich mir das geholt habe und auch diese Sache mit den Spinnen und so. Ich habe jetzt auch demnächst noch eins mit Spinnen hier liegen. Normalerweise ist das nicht mein Genre. Normalerweise gehe ich diesen 50er-Jahren Pulp-Horror-Roman so ein bisschen aus dem Weg. Aber ich muss sagen, ich habe voll Spaß daran gehabt. Auch das Viech selber fand ich echt cool irgendwo. Wie fandst du es denn als Monster? Also du magst ja so Monstergeschichten doch tatsächlich gerne, ne? Ja, also ich habe überhaupt nichts gegen so Pulp-Stories. Ich fand das Monster auch interessant, aber ich bin mit dem Schreibstil irgendwie nicht so warm geworden. Das fing schon am Anfang an. Der hat die Einheit vorgestellt und das war mir gleich schon zu überladen. Diese Anzahl an Figuren, die sich aber irgendwie ja nicht wirklich unterscheiden zu dem Zeitpunkt. Und da hatte ich schon Probleme reinzukommen. Na, das fand ich nun wieder im Gegenteil eigentlich ganz gut und auch relativ logisch, weil gerade in so, ich sag mal, in so einem Schlachthaus wie Vietnam, da verschwindet halt auch das Individuum komplett. Also das ist dann halt wirklich, der Mensch wird dann halt runtergebrochen auf ein Konglomerat zwischen Ficken, Fressen, Sterben und ab und zu mal schlafen. Das heißt, allzu viel Differenzierung wird es da auch in der Realität ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr geben. Und gerade die Tatsache, dass sie sich gar nicht mehr die Mühe machen, sich die Namen von den neuen Leuten zu merken, was wir ja als Leser auch dann tun, das ergibt insgesamt schon Sinn. Was mich allerdings ein bisschen gestört hat, war die Tatsache, klar, wir haben ja auch hier wieder einen rassistischen Sprachgebrauch. Ist scheiße, aber es geschenkt ergibt innerhalb des Kontextes ja einen Sinn. Aber mir war tatsächlich, trotz allem, die Alltagssprache in diesem Roman noch viel zu geschliffen. Ich meine, wir haben hier, ich weiß nicht, 6 oder 5 Soldaten, die hüfthoch in Scheiße stehen. Und sie beachten trotzdem noch die Grundform der Höflichkeit. Ich meine, dass die Kommandoketten noch funktionieren, das ist okay, dafür sind sie ausgebildet. Aber der generelle Umgangston, der dort geherrscht hat, war mir doch tatsächlich noch zugeschliffen. Ja, das war eins der sprachlichen Probleme, mit denen ich so nicht ganz klar gekommen bin. Es ist von der Geschichte her ist tatsächlich schöner, angenehmer Pulp. Aber so richtig gepackt hat es mich nicht. Hast du das E-Book gelesen oder als Buch? Ja, E-Book. Ich habe eigentlich nur E-Books, ja. Ich habe im Buch gesehen, da haben sie das Monster, den Namen des Monsters. Mir fällt jetzt gerade nicht ein, wie es heißt. Irgendwas mit Viet Dong Ding. Vietnam Dan. Oder so, genau. Das ist ja mit Sonderzeichen geschrieben. Mhm. Und das ist etwa in der Hälfte des Buches, wo das Monster auftaucht, sind da diese kleinen Kästchen für Zeichen nicht gefunden. Also da hat man nicht sehr aufgepasst. Oh nee, das war bei mir nicht so. Das kann aber sein, dass es da mehrere Versionen gibt. Ja, dass es beim Print dann schiefgelaufen ist, ja.
Aber was ich ja lustig fand, ich habe ja ein Goodreads-Konto und schreibe da ja auch immer meine Rezensionen rein und so weiter. Ich weiß, dass die meistens Blödsinn sind, was ich da schreibe, weil ich in sowas echt nicht gut bin. Aber ich mache das halt eben gerade für solche Sachen, wie wir jetzt machen, dass ich dann nochmal nachgucken kann, was mich gestört hat und was ich gut fand. Und auf jeden Fall habe ich mich da halt auch ein bisschen beschwert, dass ich eben das Buch an sich voll toll fand, aber diesen Sprachstil ein bisschen krude. Und da hat mir tatsächlich der Autor, der Brett Harmer Barnes, geantwortet und Oh. hat sich voll gefreut, dass ich das Buch gut fand und dass ich daran Spaß hatte. Und hat dann aber geschrieben, ja, mit der Sprache hast du schon recht. Aber ich hatte ja jetzt schon fürchterlich Angst, dass sie mir die Haut über die Ohren ziehen, wegen Rassismus und Gedöns. Und ich habe mich einfach nicht getraut, da mehr reinzubringen. Also ich kann es schon irgendwo verstehen, gerade in der heutigen Zeit, aber Ja. wie gesagt, mir ging es auch nicht um die Rassismusausfälle, die sind zwar scheiße, aber die kann ich in dem Kontext halt akzeptieren, weil der ganze Krieg war rassistisch. Aber eben die Alltagssprache, da hätte er schon noch mal ein Schräubchen anziehen können, finde ich. Aber Ja. ist ein kleiner Kritikpunkt. Aber was ich sehr schön fand, um noch mal kurz auf Stephen King zu kommen: Du fandest ja damals bei Cujo schön, dass wir die Perspektive des Hundes gesehen haben. Und hier gibt es ja tatsächlich auch eine kleine Sequenz, wo wir aus der Perspektive des Tausendfüßlers lesen. Das fand ich sehr witzig. Es hat mir auch gefallen, ja, das war eine lustige Idee. Hätte ich auch gut gefunden, wenn wir das noch länger und öfter gehabt hätten. Ich habe ja tatsächlich auch ein weiteres Buch entdeckt, das komplett aus der Sicht eines Hundes geschrieben ist. Hellhound von, ich kenne Greenhall, heißt der Mann, glaube ich. Es ist interessant, es ist ein Hund, der auch Leute dann umbringt, also jetzt nicht zerfleischt oder so, sondern eher mal so Leute die Treppe runterschubst oder solche Sachen macht. Ist ganz lustig. Wird aber auf die Dauer dann doch anstrengend, muss ich sagen. Kann ich mir Also vorstellen, so ja. einen ganzen Roman, dass dieses Feature muss nicht sein. Muss nicht sein, ist ein gutes Stichwort. Denn ich habe ja letztens, und da habe ich mich sehr geärgert, weil dafür habe ich Geld ausgegeben, obwohl ich es nicht hätte ausgeben müssen, Jeremy Bates angefangen zu lesen, demnächst, letztens mal. Und er hat ja unter anderem Katakomben geschrieben, das ist das neue Ding. Und er hat Suicide Forest geschrieben. Ja. Was ist das für ein Scheißbuch? Also liegt es an mir oder ist das wirklich einfach nur schlecht? Da ich es nicht gelesen habe und nach dem drüber gucken auch entschieden habe, dass ich es nicht lesen will, es liegt an dir. Gut. Nein, also muss ich wirklich sagen, habe ich so überhaupt keinen Spaß dran gehabt. Die Leute sind mir alle auf den Sack gegangen. Das könnte dir wieder gefallen, weil das ist wieder so ein fünf Teenager latschen durch den Wald, sind dumm und man freut sich, wenn sie sterben. Ich mag gute Coming-of-Age-Bücher. Nee, das ist kein Coming of Age, die sind schon fertig. Aber das ist ein Slasher-Ding im Prinzip. Oder, naja, nee, ist es auch nicht, aber ja, so fängt's an. ich So mag fängt es diese an. Slasher-Sachen zwar, aber das, was einen guten Slasher von einem schlechten unterscheidet, ist, dass man bei einem guten die Charaktere mag. Also man sollte nicht darauf warten, dass sie geschlachtet werden. Man sollte tatsächlich mitleiden. Deswegen, ich bin mir nicht sicher. Nee, also das war auf jeden Fall Zeitverschwendung, das Buch. Genauso wie das, was ich jetzt gerade lese, oder jetzt gerade weggelegt habe, weil es zu viel Zeitverschwendung war. Ich habe gerade J.D. McFarlane gelesen, The New God. Das ist eine Gesamtausgabe von zwei Romanen, wo es halt so um den großen apokalyptischen Krieg auf der Erde geht und Gedöns und irgendwelche Kreaturen schlachten irgendwelche Menschen ab. Und am Ende ist das dann ein Vorbote der Hölle und die Erzengel kommen auf die Erde und jetzt könnte ich damit ja leben, wenn das wirklich nur dieser ja apokalyptische Krieg wäre und Gedöns und Zeug. Aber nein, das reicht nicht. Er muss dann noch einen Krimi reinbauen. Dann lesen wir nebenbei mal kurz die Geschichten und Abenteuer des Volkspolizisten Kasubke. Also, nee, so ein Rotz. Ja, das stört mich auch oft, wenn dann noch so komplett ja, nebenher irgendwelche Handlungen eingebaut werden, die einen überhaupt nicht interessieren, nur um das Buch zu füllen.
Ja, und vor allem halt auch komplett genrefremd. Das stört mich immer. Wenn ich einen Horrorroman lesen will, lese ich einen Horrorroman. Wenn ich einen Krimi lesen will, lese ich einen Krimi. Sehe ich ziemlich ähnlich, ja. Ja, aber wir hatten vor uns nochmal von Lovecraft geredet. Und da habe ich letztens ein sehr nettes gelesen, von dem ich auch überhaupt nicht ausgegangen bin, dass es mir gefällt. Beziehungsweise wo ich unter komplett falschen Vorzeichen angefangen habe zu lesen. Nämlich Der Raum von Peter Kleins. Ich weiß nicht, ob du davon außer mir schon mal was gehört hast. Es ist schon mal an mir vorbeigeflogen, aber gelesen habe ich es noch nicht. Ich bin tatsächlich davon ausgegangen, dass das auch wieder eine Geisterhausgeschichte wäre. So mit Türen, die man nicht öffnen darf und kann, und dahinter sind dann irgendwelche Verfluchten, was auch immer. Nein, es ist eine Lovecraft-Geschichte. Es geht Richtung Cthulhu. Und das war ein sehr lustiger Twist, da habe ich echt Spaß dran gehabt. Und das ist, auch wenn es ein paar Schwächen hat, aber das war echt ein gutes Buch. Also wer so die Cthulhu-Schiene gerne möchte, der kann da mal reingucken. Das ist relativ neu, aber es hat viel Spaß gemacht. Ja, ich hatte auch eins, bei dem es ein bisschen anders gelaufen ist, als ich erwartet habe. Ich habe Der Berg von Dan Simmons gelesen. Also ich habe schon einiges von Simmons gelesen. Ja, zumindest mag ich ihn. Also hatte noch keine so richtig Totalausfälle. Darf ich dich kurz unterbrechen? Simmons ist der Mann von den Hyperion-Gesängen, ne? Genau der, ja. Okay. Und der hat ja auch viel Horror geschrieben. Und das habe ich bei Der Berg eigentlich auch erwartet. Vor allem auch beim Klappentext. Er beginnt hier mit einem Twist, also ein langes Vorwort, wo er schreibt, er hat für ein anderes Buch jemanden, einen alten Mann im Altersheim interviewt, und der hat ihn dann irgendwann gefragt, er hätte noch eine andere Geschichte, er würde die mal aufschreiben, ob er die ihm schicken dürfte. Mhm. Und dann erst Jahre nachdem sein Tod, über Umwege, kriegt er diese Geschichte, und die wird jetzt hier abgedruckt. Natürlich ist es von ihm geschrieben und ein Roman, aber ja. Es ist eine Bergsteigergeschichte aus den 20er Jahren. Also mehr ein Abenteuerroman. Die eigentlichen Horrorelemente, so ein bisschen Richtung Yeti, die kommen tatsächlich erst auf den letzten Seiten. Ziemlich dickes Buch, also über 700 Seiten auch. Aber ich war echt gut unterhalten. Das war nicht das, was ich erwartet habe, aber ich hatte echt Spaß. Das ist cool, vor allem ist es mal was anderes. Ich meine, das ist ja tatsächlich eine Schiene, die wir doch eher selten haben, ne? Ja. Ich habe von ihm zum Beispiel Terror gelesen, da geht es um die Arktis-Expedition. Mhm. Das geht auch in diese Richtung, also Abenteuerroman mit dann ein bisschen Übersinnlichem drin. Taugt das? Das habe ich hier auch liegen. Das kann ich empfehlen, also hat mir Spaß gemacht. Mhm. Okay. Also diese Schiene mag ich, wie gesagt, Abenteuerromane. Ich hatte jetzt hier vor kurzem Jules Verne, Auf Außenposten im Land der Pelz, so ein dünnes Buch. Ist auch ganz lustig mal zwischendrin. Ja, klar, auf jeden Fall. Wenn die gut sind, habe ich da oft viel Spaß dran. Es gibt nur leider wenige gute. Ja, vor allem sind die so alt, die kennt man heute kaum noch. Ja, also man muss wirklich sich mal da reinschmeißen, was weiß ich, Verne, London oder alles Mögliche. Und dann entdeckt man echte Schätze. Was ich gerade noch sagen wollte, das mit dem Tower. Hast du die Amazon-Serie mal gesehen? Nein. Könnte eventuell, also ich weiß jetzt nicht, ob das daran irgendwie ein bisschen mit angelehnt ist, weil die haben in der Amazon-Serie ja auch so ein übersinnliches Element drin. Also nicht nur diese Hunger und Erscheinungen und Gedöns, und die sitzen da sowieso in der Scheiße, sondern da gibt's halt so ein, ich sag mal, ein Eisbärmonster. Ja, ich sehe das. So von den Inuit da so beschworen wird und so. Ja, genau, es besteht, das ist, mal gucken, ja. Nach dem Roman von Dan Simmons, ja. Ah, okay, also ist gut. Genau, also ich habe die Serie gesehen, deswegen. Hat mich gerade daran sehr erinnert. Genau. Die ist übrigens gar nicht so scheiße, die kann man echt mal angucken. Die Auflösung, das Ende ist ziemlicher Mist, aber es ist trotzdem eine gute Sache. Ja, ist leider ziemlich oft so. Und als letztes habe ich mir noch aufgeschrieben, wo ich sehr viel Spaß dran hatte, war Brian Keane. Von dem habe ich diesen Monat zwei Bücher gelesen, nämlich einmal Am Ende der Straße und einmal Totes Meer. Und ich glaube, ja, den hattest du mir empfohlen, ne? Ja, und die beiden habe ich auch gelesen schon.
Ich glaube, ich habe bis von auf Deutsch erschienen einen noch nicht gelesen, den Satyr. Den habe ich ja liegen. Also ich habe Spaß mit Brian Keane. Er hat einige Zombie-Romane geschrieben, die aber so über das 0815-Zombie rausgehen. Genau. Und gut, mein Lieblingsbuch von ihm ist bis jetzt Leichenfresser, was ein typischer deutscher Titel ist. Ich weiß nicht, ob der dir gefällt. Also es ist wirklich klassisch Coming-of-Age-Horror. Erinnert sehr stark an die 80er-Jahre King-Bücher, aber die guten. Die guten. mir hat das sehr gut gefallen. Bei dir bin ich mir da nicht sicher, ob das was für dich ist. Aber Keen ist auf jeden Fall einer, den man im Auge behalten kann. Na, was ich an Keen halt wirklich, wirklich gut finde, und da bin ich ihm sehr dankbar, in Am Ende der Straße gibt es einen wunderschönen Satz, als er sich eben genau über diesen Coming-of-Age-Track der 80er-Jahre aufregt. So von wegen, ja, früher, als man noch zusammen gegessen hat und gedöns und so weiter und die Nachbarn sich alle kannten und so weiter und so fort. So ein Buch wird das nicht werden. Diese Welt ist tot. Ja. Und das fand ich so angenehm und so erholsam und so schön. Nein, auf jeden Fall ein Autor, den ich mag, ja. Auf jeden Fall, ja. Und alleine bei Todesmeer die Idee, die er dann da einbringt, dass eben nicht nur die Menschen befallen sind, sondern auch alle anderen Viecher, die hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr, sehr, sehr viel. Und er hat sogar mal einen homosexuellen Hauptcharakter und das wird zwar überhaupt nicht, es wird zwar thematisiert, aber eben nicht so auf diese Klischee-Scheiße reduziert. Der ist eben nicht tundig. Das ist einfach ein homosexueller Hauptcharakter und das ist halt okay. Ja, und das ist egal. Das ist halt so einfach. Ja, finde ich auch schön. Das war grandios. Also das habe ich auch in meiner ganzen Zeit so selten gelesen. Ja, das ist leider viel zu selten. Es ist oft einfach ein Plotpoint und nicht einfach, ja, da. Genau. Und was ich auch noch sehr schön fand an ihm, ist halt tatsächlich diese... Ja, nicht nur Hoffnungslosigkeit machen sie alle gern. Aber vor allem dieser damit einhergehende Zynismus. Und das mag ich ja immer sehr, wenn Leute zynisch auf derartige Situation reagieren. Weil hinlegen und Decke über den Kopf funktioniert halt nur für eine begrenzte Zeit, nicht? Leider ja. Aber wenn du Hoffnungslosigkeit magst, dann kann ich dir wirklich empfehlen High Life von Matthew Stokoe, keine Ahnung, wie er ausgesprochen wird, der Autor des Skandalromans Kühe, den ich okay fand, aber nicht so überwältigend. Mhm. High Life ist ein Noir-Roman, das trifft man ja heutzutage auch seltener, der in der Welt von Hollywood spielt. Vollgepackt mit wirklich heftiger Gewalt und heftigem Sex. Aber unglaublich spannend. Unglaublich mitreißend. Es geht um einen Typen, der nach Los Angeles gezogen ist, um berühmt zu werden, klar. Und seine Frau, wird ermordet und ausgeweidet, nachdem sie eine Niere verkauft hat für Geld. Und natürlich ist er einer der Hauptverdächtigen. Er ist aber auch der Einzige, der weiß, dass sie diese Niere verkauft hat und macht sich halt selbst auf die Suche nach dem Täter. Also er folgt ihren Spuren, er geht auch auf den Strich, er rutscht immer weiter ab und umso mehr er in die ganze Scheiße abrutscht, die da passiert, umso erfolgreicher wird er in seinem Tagesgeschäft, sag ich mal. Das ist ein unheimlich interessantes Buch. Es gibt ein bisschen Nekrophilie, es gibt ein bisschen, also es ist heftig. Man sollte, wenn man mit so Sachen nicht klarkommt, das Buch auf keinen Fall lesen. Aber es hat mich echt überrascht. Also. Ja, werde ich demnächst mir mal zu Gemüte führen. Aber Hoffnungslosigkeit, und das fand ich auch sehr geil, sagt dir Michael Dessieux was? Oder Michael Dessieux, ja. Oder keine Ahnung? Ja, ich habe, glaube ich, 2 oder 3 Bücher von ihm gelesen. Sehr gut. Hast du er hat ja 2 Reihen. Er hat einmal die Legende von Ark's Hill, die habe ich gelesen. Und er hat Graues Land als Reihe geschrieben. Hast du davon zufällig was in der Hand gehabt mal? Ich glaube Graues Land, aber das ist schon länger her. Weil Graues Land habe ich nämlich noch nicht gelesen, da bin ich sehr gespannt drauf. Aber die Ark's Hill-Geschichten, die fand ich unglaublich geil.
Das ist ein ganz komisches Ding gewesen. Da habe ich am Anfang höllische Probleme gehabt, in den ersten Band reinzukommen, weil es eben wirklich so langsam anplätschert und ja, er beschreibt halt auch 30 Mal, dass es da so dunkel ist und so weiter, aber schön und gut. Aber hinten raus wird das ein derartig böses, wirklich böses Buch, beziehungsweise eine böse Reihe. Ich habe da echt Spaß dran gehabt. Und ich bin auch wirklich gespannt auf die zweite Reihe dann, die ich dann mal demnächst lesen werde. Aber ich hatte jetzt zwischendurch eine kurze Geschichte, Der Schattenjunge, wo es um einen Jungen geht mit Wasserkopf oder zumindest sowas ähnlichem. Ah ja, der ist auch an mir vorbeigeflogen. Der steht auch auf meiner Liste, aber gelesen habe ich ihn noch nicht. Er ist halt wirklich extrem kurz, also das ist ganz schnell erledigt. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass das auch eine Reihe werden würde, aber das scheint wohl nicht so zu sein. Es ist wirklich nur ein Standalone-Ding, sehr kurz, aber sehr spaßig. Also ich hatte auch gedacht, dass es eine Reihe ist oder zumindest bloß zusammenhängt, irgendwie so mehrere kurze Erzählungen. Nee, also ich habe das, glaube ich, wir haben das beide falsch verstanden. Es gibt eine Reihe vom Verlag, bei der es um so Zirkusgeschichten geht. Und da passt das rein. Also so war das gemeint mit der Reihe. Ah, so gut. So habe ich es jedenfalls jetzt verstanden, aber ich war auch im ersten Moment davon ausgegangen, dass das alles seine Geschichten wären. Und naja, und er wird halt dann von seinem Vater an den Zirkus verkauft und stirbt dann auch und nimmt dann als Geist oder als Schatten dann Rache für sein Schicksal. Und da muss ich sagen, hätte das Buch als Roman ein bisschen weiter ausgebaut und eben so diese Schikane und so weiter und so fort, und das hätte echt richtig Spaß gemacht. Das hat als Kurzgeschichte schon Spaß gemacht, aber ich hätte mir da echt mehr davon gewünscht. Es heißt Der Schattenjunge. Das werde ich mir auch mal zulegen. Also das klingt echt interessant. Ich hatte es schon in der virtuellen Hand. Ich habe es aber noch nicht geholt bis jetzt. Ja, wie gesagt, es ist halt auch wieder so diese Hoffnungslosigkeit und der begründete Zynismus und so weiter und so fort. Und doch, das mochte ich. Ich habe jetzt hier noch ein Buch auf meinem Stapel, das auch nicht allzu viel Hoffnung hat. Wrath James White, Schänderzorn. Mhm. Ist auch der zweite Band einer Reihe, Fragezeichen. Also es gibt, wie heißt denn der erste? Schänderblut oder irgendwie so? Genau, Schänderblut heißt der erste. Den muss man nicht gelesen haben für diesen zweiten. Es geht um einen Kannibalen. Und es ist eine ziemlich schnell zu lesende, ziemlich einfach zu lesende, spannende Geschichte. Ich verrate nicht zu viel, was passiert. Also erst nach Band 1 ist er ins Gefängnis gekommen und er glaubt, dass es eine Art Serienkiller-Gen gibt, das er von seinem Vater geerbt hat, und will irgendwie dahinter kommen, wie er das los wird. Und es gibt noch natürlich die typische Frau, die sich in ihn verliebt hat und die ihm zum Beispiel eine Brustwarze ins Gefängnis schickt als Snack. Es ist schön interessant und das Ende schreit nach einer Fortsetzung. Mhm. Aber was mir richtig gefallen hat, ist, zwischen den Kapiteln gibt es Kochrezepte für Menschenfleisch. Yay! Aber Rev James White ist sowieso auch wie Edward Lee oder so, also die gehören mehr so zum Extremhorror. Mhm. Da ist ja auch, gibt's ja auch viel Mist, aber die zwei haben auch schon schöne Sachen geschrieben. Naja, bei mir ist immer das Problem, wie gesagt, ich mag eben wirklich mehr diese ganzen übernatürlichen Sachen und so weiter und so fort. An so Serienmörder-Krams und sowas, das kann gut sein, aber meistens ist es halt Blödsinn. Ja. Meistens ist es auch wirklich Stereotyp. Und gerade findest du ja in dem Bereich diese Hinterwäldler-Killer-Familien-Zeugs. Mm, genau. Und da ist echt in der Masse selten was Gutes zu finden. Was richtig Gutes. Ja, das stimmt. Naja, ich habe ja demnächst vor, mal die Chrysalids zu lesen.
Das wurde uns empfohlen von Stephen King in seinem Dans Macabre. Ich weiß nicht, hast du das zufällig mal gelesen? Das ist so ein, nicht Mutanten-Ding, aber so ein, es war Apokalypse und dann sind aber auf einmal die Welt wieder so halbwegs bevölkert und sie geben sehr großen Wert auf genetische Reinheit und Zeug und da sind ein paar Ausreißer dabei. Ich erinnere mich tatsächlich noch an die Empfehlung in dem Buch, aber ich habe davon noch nichts gelesen, nein. Na, ich bin mal sehr gespannt. Entweder wird es desaströs oder es wird gut. Aber das werde ich demnächst auf jeden Fall lesen. Und wo wir so Abenteuergeschichten hatten, Dark Island von Matt James habe ich ja auch noch liegen. Der auch hier sagt mir nur der Name was. Auch das kenne ich auch noch nicht. Was steht denn ansonsten bei dir noch an demnächst? Also im Moment läuft erstmal Stark. Bin ich ja jetzt fast durch. Und dann, dann schaue ich mal. Ich denke mal, ein Thriller, ein Action-Thriller kommt jetzt mal an die Reihe. Ich brauche mal ein bisschen was mit Wumms. Und dann vielleicht was von Richard Layman oder Eat Them Alive von Pierce Nance. Das klingt nach einem sehr, sehr kaputten Buch. Und nachdem ich jetzt auch in Stephen King Roman den Namen des Autors schon häufiger gelesen habe, dachte ich, es wäre mal Zeit, dass ich diesen Klassiker auch mir mal zu Gemüte führe und gucke, ob es was wird. Ich werde mal was von Jim Thompson lesen. Da habe ich jetzt hier Fürchte den Donner liegen. Ja, also mein Bücherstapel hat noch über 200 Bücher. Ich werde nicht so schnell. Ja, ich bin momentan schon aussortiert auf 160. Oh, das ist aber wenig. Ja, wie gesagt, das ist schon der aussortierte Stapel. Ja, das ist ja bei mir nur der Stapel, den ich noch nicht gelesen habe. Das ist das Schlimme. Ja, bei mir auch. Aber das ist unter den noch gar nicht gelesenen Büchern wirklich schon das, was ich quasi mit 1er Priorität gerne lesen möchte. Das ist alles sehr schlimm. Ich habe hier etwas, wenn das tatsächlich eine Geistergeschichte ist, wie ich vermute, würde ich dir das dann auch mal empfehlen. Wobei, es ist ein sehr teures Buch. Es ist aus der Edition Fantasia. Die haben ja diese limitierten Ausgaben. Northern Gothic von Nick Mamantas, eine New Yorker Schauergeschichte, die es auf zwei Zeitebenen spielt. Wird auch demnächst drankommen, bin ich sehr gespannt. Ich habe von Nick Mamantas zwei Sachen gelesen bis jetzt. Die fand ich beide definitiv nicht schlecht. Und ja, das eine war so ein Jack Kerouac unterwegs, gemischt mit Lovecraft-Mythen. Und das andere ging um eine typische kleine amerikanische Familie, die sich eine Atombombe baut und sich zur souveränen Macht erklärt. Finde ich gut. Fand ich auch echt nicht schlecht, diese Bücher. Ja, so ein paar Sachbücher habe ich hier und viel Horror, viel alten Horror. Und ja, mal gucken, was kommt. Was ist denn in letzter Zeit eines der gruseligsten, wirklich gruseligsten Bücher, die du in letzter Zeit gelesen hast? Das ist gar nicht so einfach, weil Bücher schocken mich eigentlich seltener. Also ich würde tatsächlich sagen, das High Life war zwar jetzt nicht gruselig, aber das hat schon, ist schon intensiv gewesen, so würde ich das sagen. Wird es gruselig? Das ist echt schwer. Ich bin ja gerade so an meiner Liste am Durchgehen aus den Vorjahren. Also wo ich echt zu knabbern hatte, weil ich bin ja, wie gesagt, auch ein voll paranoider Mensch. Das war tatsächlich Ramsay Campbell mit The Parasite. Oh, ich mag ihn. Der war echt erstaunlich beeindruckend. Ja, das ist so einer der in Deutschland leider viel zu wenig geschätzten Autoren aus dem erweiterten Lovecraft-Zirkel. Der hat also einige geile Sachen geschrieben. Ja, wobei das halt tatsächlich auch relativ wenig Lovecraft war, sondern eben wirklich dieses... Naja, gut, war schon Lovecraft, aber... Ja, er stammt aus diesem Umfeld, aber er hat sich, glaube ich, emanzipiert und schreibt dann doch Eigenes. Genau.
Also halt wirklich dieses, was ich schön fand, ich mag Bücher, bei denen man sich nicht sicher sein kann, ob der Hauptcharakter jetzt den, oder wo der Hauptcharakter sich nicht sicher ist, ob er jetzt den Verstand verliert oder ob das tatsächlich passiert. Und diesen schmalen Grat, den erwischt relativ selten mal jemand. Aber da habe ich unglaublichen Spaß dran. Ich empfehle dir, ich weiß aber gar nicht, ob es das noch gibt, von Ramsey Campbell, Dämonen bei Tag, Demons by Daylight. Aha. Das, da guck ich mal. Ich glaube, es war das erste, was ich von ihm gelesen habe. Und es ist ein Band mit Erzählungen, der sehr interessant ist. Okay. Ah, warte ich mal gucken. Und ansonsten, eins hatte ich doch, wie hieß denn das? Gott, dann nicht. Ich habe mal ein Buch gelesen, ich finde es bloß gerade nicht mehr, wie es hieß. Da ging es darum, da war so eine lustige Christensekte gedöns. Der Wachturm? Nein, die gibt es ja im echten Leben oft genug, das muss ich nicht mal lesen. Das ist allgemein immer sehr amüsant daher. Moment. Das Gute daran ist, das ist ja mein Format, ich kann ja hier selber schneiden. Scheiße, ich find's nicht mehr. Wie stehst du denn zu John Snow? Oh, nicht so der größte Fan. Also ich finde ihn meistens ein bisschen zäh. Das Schlimme ist, ich mag den furchtbar gerne. Du kriegst ja die meisten Bücher so nur noch als E-Book oder zumindest. Andersrum. Die meisten Bücher, die ich kriege von ihm als E-Book, sind halt nur auf Englisch. Habe ich jetzt grundsätzlich kein Problem damit. Dadurch kommt einerseits sehr schön so sein Sprachstil durch, der eben so schön mit Pathos beladen ist und sehr schwer. Und das mag ich halt, das suche ich immer, aber das findest du selten. Und ich habe davon echt Spaß gehabt, aber er schreibt halt immer dasselbe Buch. Das ist immer ein kleines Kind, immer in Verbindung mit irgendeinem, entweder ja fast immer irgendeinem sexuellen Konnotationsübergriff. Und dann werden andere kleine Kinder umgebracht, weil sich die Geschichte wiederholt. Also er schreibt immer dasselbe Buch, aber es ist eigentlich immer gut. Ich habe mit dem Stil ein bisschen Probleme. Du hast recht, er schreibt immer dasselbe Buch und das finde ich auch noch ein bisschen langweilig. Ja, das stimmt. Das Einzige, wo er mal nicht dasselbe Buch geschrieben hat, war das Teufelslabyrinth. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Womöglich mal vor vielen Jahren. Also und ich das nicht ist scheußlich. Kannst du nicht lesen, den Dreck. Ich glaube, das, was ich meinte vor uns, war Haunted House von Jack Kilburn. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, dass es das ist, was ich meine, aber... Ja. Ja, na gut. Also auf jeden Fall, ich mag so Sachen, die wirklich schwer sind und die auf einem lasten. Ja, das mag ich auch. Wobei, das kann ich halt auch nicht immer. Also ich brauche oft zwischendurch auch einfach mal Popcorn. Ja, das stimmt. Ja gut, aber halt wie gesagt, das ist bei mir immer der Punkt. Als Popcorn habe ich halt Stephen King. Das ist... Ja. Ich habe ja meistens auch mehrere Bücher parallel angefangen. Also ich habe immer einen Hauptroman. Im Moment ist das halt Stark. Und dann habe ich meistens noch sowas, ja, wie diese Fernsehbücher. Und dann oft noch ein Sachbuch und eine Kurzgeschichtensammlung. Das heißt, so für jeden Gemütszustand immer etwas da habe zum Lesen. Meine letzte Kurzgeschichtensammlung war jetzt auch ein englischsprachiges Buch. Es ist, als die 10. Staffel Akt X rauskam, sind drei Bücher erschienen in den USA jeweils mit Kurzgeschichten. Eins davon ist auch auf Deutsch erschienen, auch als Hörbuch. Und dieses Hörbuch gehört zu dem Schlimmsten, was ich hier gehört habe. Denn der Sprecher nennt Mulder, immer Mulder. Und ich habe jetzt diesen zweiten Band hier auf Englisch jetzt gelesen, den dritten habe ich auch da liegen. Das sind ganz lustige Geschichten dabei. Also wenn man die Serie mag, macht das schon Spaß.
Und das ist aber mehr so die klassischen Akte-X-Geschichten aus den ersten Staffeln. Nicht so dieses Alien-Gedöns, das dann später hauptsächlich nur noch war. Es ist wenig Alien eigentlich. Okay. Es ist so quer durch. Was mir hier gefallen hat, war, dass warum er da nicht früher drauf gekommen ist, weiß ich auch nicht, dass Mulder mal in der Pornoszene ermittelt. Weil er ein großer Fan ist. War eine schöne Geschichte und auch, ja, es sind nette Sachen dabei. Mhm. Lustige Ideen, aber natürlich wie immer bei Kurzgeschichtensammlungen auch ein paar Nieten drin. Ja, das ist ja normal. Das, ja. Ist, das kann man ja, damit kann man ja leben. Na gut, Flo, dann würde ich sagen, haben wir das ganz gut über die Bühne gekriegt. Hättest du denn Lust, nächsten Monat, Ende nächsten Monat oder Anfang übernächsten Monat nochmal über deine Juni-Bücher zu reden mit mir? Gerne. Mal gucken, was ich bis dahin so alles gelesen habe. Genau. Weil, wie gesagt, mich regt das immer auf. Der Königsbuchdammergast ist ja deswegen entstanden, dass ich endlich jemanden habe, mit dem ich auf Büchern rumhassen kann. Aber es ist ja doch sehr wenig und wir lesen halt doch sehr viel. Und ich habe immer sehr viel Redebedarf bei manchen Büchern und keinen, dem ich es erzählen kann. Ich dachte, der Königsbuchdammergast ist entstanden, damit du auf mir rumhassen kannst. Das auch, ja. Das auch. Nein, gerne. Also wir reden ja ohnehin viel über Bücher. Warum wir das nicht vor einem Mikrofon machen sollten, weiß ich auch nicht. Ja, vor allem habe ich dann auch gleich einen Live-Notizzettel. Ich fange nämlich immer an, mir den A&V und die Sachen, wo ich dann doch mal zu Gast war oder so. Da reden wir ja zwangsweise fast immer über solche Sachen irgendwann. Und ich muss dann immer die Folgen nachhören, damit ich meinen Notizzettel ergänzen kann. Dann ist es mir natürlich besser, wenn wir das gleich in einem gesammelten Format einmal haben. Ja, ja. Alles für dich. Nein, können wir gerne machen. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Na gut, dann würde ich sagen, liebe Freunde, liebe Hörerschaft, lasst es euch gut gehen. War schön, dass ihr zugehört habt. Und wir hören uns dann demnächst wieder. Flo, war schön, dass du da warst. Ich danke dir. Gerne. Tschüss. Tschüss. Das war Delateratur mit Flo, ein Podcast aus dem Hause Delasaster Productions. Das Intro und Outro ist Eigentum von 2CT. Vielen Dank fürs Zuhören.